Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gleich zum Jahresanfang möchte ich euch was ganz, ganz Tolles vorstellen. Wer mir auf Instagram folgt, und ich habe es auch ein paar Mal schon hier in den Videos gezeigt, weiß, dass ich einige Kartensets habe. Angefangen hat alles mit diesem Kartenset zu den Chakren, was auch super, super schön ist. Dann habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen ein neues Kartenset für die Rauhnächte. Und das Kartenset, was ich am meisten nutze und was ich immer sehr empfehlen kann, sind die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Baron Reed. Ich verlinke die auch nochmal unten in der Infobox. Aber ich hatte nach etwas anderem gesucht. Also was ich an diesem Kartenset sehr, sehr toll finde, ist wirklich so, wenn ich manchmal vor einer Entscheidung stehe, dass ich so eine richtungsweisende Antwort gerne haben möchte. Oder manchmal frage ich auch ganz einfach, was brauche ich gerade? Oder was muss ich gerade wissen? Oder auch einfach, was soll ich gerade tun? Und da helfen mir diese Karten sehr. Also ich mag das sehr. Ich habe mittlerweile sogar angefangen, auch für andere Menschen Karten zu legen und Karten zu ziehen. Aber ich hatte was gesucht, vor allen Dingen für euch, für den Einstieg, weil das ist schon ein bisschen spezieller, es ist auch ein bisschen spiritueller. Ich hatte was gesucht, ein Kartenset, was stärkend ist, was sowohl für Kinder als auch für Mamas zu verwenden ist, weil ich das eigentlich sehr, sehr cool finde. Also meine Kinder haben auch ihr Kartenset, jetzt haben sie halt auch das Neue, was wir halt zusammen benutzen können, weil ich sie da auch heranführen möchte und weil man wunderbar über diese Dinge, die auf den Karten stehen, mit den Kindern sprechen kann. Und das ist auch eine Art der persönlichen Weiterentwicklung für die Kinder, eine Stärkung für die Kinder. Wir haben wiederum eine Vorbildfunktion, indem wir halt zeigen, wie es geht, indem wir uns Karten ziehen. Und ich bin dann durch Zufall, wurden mir bestimmte Karten vorgeschlagen, wurden mir angezeigt und dann habe ich mir die mal genauer angeguckt. Und zwar sind die Karten, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, von Aham Devi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, liebe Melina. Und sie hat mir 4 Kartensets zugeschickt. Eins ist für mich und 3 verlose ich. Die kommen in so ganz tollen Stoffbeutelchen. Und dann sehen die so aus. Ich möchte es gar nicht aufmachen, weil das die sind, die ich an euch verlosen werde. Jetzt habe ich allerdings nicht dran gedacht, mein Kartenset hier hinzulegen. Deswegen hole ich das jetzt schnell, weil wir das schon ganz arg in Benutzung haben. Es liegt auch im Kinderzimmer. Das hole ich jetzt mal. So, also, das ist unser Kartenset. Und dann muss ich die anderen nicht aufmachen, dann kann ich euch das wunderbar zeigen. So sieht das Ganze aus. Also diese Vögelchen, diese Birdies, spielen dann halt den Hauptpart. Und das sind Ich-Bin-Karten, Mutmacher-Mantras für jeden Tag. Das heißt, das Mantra, was man dann auch für sich zieht, kann man sich dann auch jeden Tag öfter sagen. Kartenset für kleine und große Kinder. Ich verlinke euch die Seite und auch den Instagram-Account unten in der Infobox. Und ich möchte euch ein paar der Karten zeigen. Aber erstmal lese ich euch die Anleitung für das Kartenset vor. Dieses wundervolle kleine Kartenset wurde speziell für Kinder gestaltet, darf aber auch von Erwachsenen gerne benutzt werden, wenn sie einen kleinen Mutmacher brauchen. Also ich benutze die tatsächlich für mich und auch im Coaching sehr, sehr gerne. Ganz intuitiv kann eine Karte gezogen werden. Bei Kindergartenkindern darf ein Erwachsener die gezogene Karte vorlesen. Spüren dich hinein und wähle aus verdeckten oder offen liegenden Karten aus. Also wie ich das mit meinen Kindern mache. Ich mische die Karten, dann bekommen sie die Karten so vorgehalten und wählen aus. Svea pickt einfach, was völlig in Ordnung ist. Vince macht es aber auch schon so, wie ich es ihm mal erklärt habe. Er geht mit seiner linken Hand, also die Hand, die Herzhand, über die Karten. Und da, wo es warm ist oder da, wo es prickelt, die Karte zieht er dann. Was ich auch manchmal noch nutze, wenn ich, wenn ich für mich übrigens ziehe, lege ich den Fächer auf den Tisch. Oder was ich auch gerne noch mache, ich mische. Und manchmal fällt beim Mischen eine Karte raus oder die bleibt dann hier irgendwie, ich mache das mal kurz vor, die bleibt dann vielleicht irgendwie hier so hängen. Dann nehme ich diese Karten zum Beispiel. Das sind dann die Karten, die sich mir zeigen wollen.
Die Mutmacher-Mantras sollen Freude, Motivation und Vertrauen schenken. Vor allem Vertrauen in dich selbst und dass du genau richtig bist, so wie du bist. Und das ist so wichtig, dass wir selbst das anerkennen, dass wir genau so richtig sind, wie wir selbst, wie wir sind. Aber dass auch unsere Kinder das ganz, ganz zeitig lernen, dass sie völlig in Ordnung sind. Also bei uns ist zum Beispiel auch ein Ritual, dass wir, das machen wir meistens abends, 3-mal sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Und mir fällt das sehr, sehr leicht. Den Kindern fällt es an manchen Tagen sehr schwer. Und dann sprechen wir aber auch darüber. Vögel sind freie, im Moment lebende Tiere. Sie denken nicht an Vergangenheit oder Zukunft. Sie sind vollkommen achtsam im Jetzt. Jeder Vogel ist anders und für sich besonders, so auch du. Diese Karten geben dir ein beschwingteres Gefühl und möchten dir zeigen, wie besonders du bist. Ich wünsche dir viel Freude beim Kennenlernen der kleinen Birdies. Alles Liebe, Melina. Und jetzt möchte ich euch einfach mal ein paar der Karten zeigen. Also die sehen von hinten alle so aus. Und jetzt wähle ich einfach mal so ein paar aus. Ich bin wundervoll. Ich bin wundervoll. Du bist absolut wundervoll. Wundervoll witzig, ehrlich, kuschelig, lieb, begeistert, wundervoll du selbst. Ich bin glücklich. Glücklich zu sein bedeutet nicht, alles zu haben. Glücklich bist du, wenn du genießt, was du jetzt hast. Das muss ich sagen, finde ich bei Kindern sehr, sehr wichtig. Also kennt ihr das, dass das Weihnachten gerade vorbei ist und schon das nächste eigentlich auf der Wunschliste steht? Da wäre die Karte jetzt ganz gut. Die hier ist auch schön. Ich bin geliebt. Egal wer du bist, was du hast oder wie du aussiehst, du bist immer geliebt. Das ist dein Geburtsrecht. Und man kann diese Karten halt wundervoll nehmen und mit den Kindern darüber sprechen. Auch manchmal noch ein bisschen erklären natürlich. Ich bin königlich, ist auch sehr geil. Ein wahrer König regiert mit dem Herzen, nicht mit dem Schwert. Hör auf dein Herz, dann bist du königlich. Und da könnte man jetzt zum Beispiel wieder aufgreifen, dieses Hör auf dein Herz, wie das denn eigentlich funktioniert, auf sein Herz zu hören. Und könnte so eine kleine, für Kinder geeignete Herzmeditation zum Beispiel machen. Nur mal so. So, jetzt habe ich mir noch mal so ein paar. So, die zeige ich euch noch alle. Die sind alle so schön. Die sind alle so schön. Ich bin besonders. Du bist etwas ganz Besonderes. Hat dir das heute schon jemand gesagt? Du bist ein Geschenk für die Welt. Und meine Kinder wachsen mit solchen Botschaften aus wie ich bin ein Geschenk für die Welt. Wir hatten letztens, da ging es darum, kostbare Dinge verschenken zu können an andere. Und Vince sagte zu mir, Mama, das Kostbarste, was ich verschenken kann, ist Liebe. Und ich hatte so Tränen in den Augen stehen und ich war so stolz auf mein Kind und auch stolz auf mich. Weil das hat mir gezeigt, okay, du machst alles richtig. Genau das sind die Dinge, die ich möchte, die er lernt. Ich bin mutig. Wenn du Angst hast und es trotzdem tust, dann bist du so mutig. Trau dich einfach, probier es. Also das ist so ein Satz, den Vince auch sehr verinnerlicht hat. Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem tut. Ich bin einzigartig. Weißt du, warum du einzigartig bist? Es gibt dich nur einmal. Niemand ist wie du oder wird es jemals sein. Also auch dieses, du bist besonders, du bist speziell. Ich bin willkommen. Ich glaube, das ist für Kinder auch ganz, ganz wichtig öfter mal. Hab keine Angst, du bist immer willkommen. Bei deiner Familie, bei deinen Freunden. Es ist immer jemand für dich da. Ich glaube, das ist etwas, was Kinder von Anfang an hören müssen. Ich bin immer für dich da. Du kannst immer mit allem zu mir kommen oder zu dem, dem oder dem. Ich bin schlau. Du lernst jeden Tag etwas dazu. Zu Hause oder in der Schule, egal wo. Das kann dir niemand wegnehmen. Bleib immer neugierig. Das ist auch was Schönes, was wir, glaube ich, auch für uns annehmen dürfen.
ich glaube, wir Eltern sind oftmals genervt von diesem Warum, 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 Warum. Also wie oft ich schon irgendwas gegoogelt habe oder YouTube-Erklärvideos rausgesucht habe, weil ich selber keinen Plan hatte. Aber man lernt selber dazu. Ich glaube, das ist was man sich gerne annehmen darf. Und die letzte, die ich euch zeigen möchte, ist, ich bin vollkommen. Ich finde auch die Farben immer so, so schön. Du bist nicht perfekt, aber vollkommen du selbst. Außerdem ist Perfektsein echt langweilig, oder? Ich glaube, das ist die Karte, die Vince gestern gezogen hatte. Genau, also das ist ein Kartenset, was ich für den Einstieg in die Arbeit mit Karten super schön finde. Was man sowohl für sich selbst als auch für seine Kinder nutzen kann, das kann man halt einfach zusammen machen, dass jeder, also wir machen das tatsächlich immer abends, weil wir morgens nicht die Ruhe dafür haben, dass jeder eine Karte zieht und wir dann darüber sprechen, was wir da gezogen haben und auch das Mantra immer noch mal so ein bisschen wiederholen und verinnerlichen. Und wenn man da so seine Routinen dann vielleicht gefunden hat, dann kann man ja weitergehen mit zum Beispiel solchen Weisheitskarten oder dann auch Engelkarten, wenn das was für einen ist. Also so klassischen Orakelkarten. Aber für den Einstieg finde ich das halt super, super schön und wollte euch deswegen dieses Kartenset vorstellen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich darf 3 Sets unter euch verlosen. Und ihr bekommt eine doppelte Gewinnchance. Das heißt, ihr könnt hier unter diesem Video teilnehmen, indem ihr mir einfach unten in den Kommentaren schreibt, welches Mantra, das ich gerade gezeigt habe, für euch gerade das Schönste war oder was ihr gerade so für euch mitgenommen habt. Schreibt mir dieses Ich bin und dann das Wort dazu einfach unten in die Kommentare. Das heißt, da ist dann schon mal ein Los von euch im Topf und dann könnt ihr auf Instagram nochmal teilnehmen. Ich poste heute ein Bild mit den Karten auf meinem Instagram-Account. Der Instagram-Account ist immer unter den Videos verlinkt und auch oben in meinem Banner auf meinem YouTube-Kanal. Und dort könnt ihr dann wiederum nochmal in den Kommentaren teilnehmen und auch in der Story und da wiederum eure Gewinnchancen noch mehr erhöhen. Und am Sonntag werde ich dann schon auslosen, die 3 Gewinner dieser wunderschönen Kartensets. Nochmal vielen, vielen Dank an Melina, dass ich die 3 auch noch verlosen darf. Ich verlinke euch alles zu den Kartensets dann nochmal unten in der Infobox. Hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.